Das hier hinter mir ist laut Harley-Davidson in den letzten 53 Jahren die gravierendste Veränderung, die sie vorgenommen haben bei der Serie. Die Road Glide und die Street Glide heute im Test. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und sie haben an drei großen Bausteinen gearbeitet. Punkt 1, neues Design. Dynamischer und fortlaufend und trotzdem die alten Linien beibehalten. Ein bisschen wie der Porsche, der sich über Evolutionen immer weiterentwickelt hat. Aber trotzdem ist das Vorgängermodell immer altbacken und eigentlich nur das aktuellste Modell modern. Das war der Plan. Mehr Komfort, unglaublich viel mehr Komfort schaffen, um den Fahrer auf langer Tour, auf großer Strecke auch begeistern zu können. Und der dritte Baustein, mehr Technologie, viel mehr Elektronik, alle Möglichkeiten, alle Displays und einiges mehr. Aber zuerst mal über den zweitgrößten Harley-Davidson Motor beim Fahren. Ah, jetzt sitzen wir auf dem zweitgrößten Motor von Harley-Davidson auf einem 117 Kubik Inch mit sage und schreibe 175 Newtonmeter bei 3500 Revs und 105 PS bei 5050 Revs. Das ist von Harley-Davidson der zweitgrößte Motor, der exklusiv für die Street und für die Road Glide aktuell auf den Markt gekommen ist und er wurde nochmal deutlich überarbeitet. Alles dazu jetzt kompakt und unkompliziert für euch. Als erstes natürlich V-Twin, Zweizylinder mit ordentlich viel Druck und vor allem mit einer ziemlich gravierenden Anpassung. Früher setzte Harley-Davidson auf Ölkühlung, jetzt haben wir Wasserkühlung bzw. Kühlmittelkühlung. Wir haben jetzt einen großen Wasserkühler, der uns die Zylinderköpfe kühlt und die gesamten Ölkühler auch hiermit ersetzt von Harley-Davidson. Das bringt auch einige Vorteile. Mit der größten gravierenden Änderung, dass die Zylinderköpfe neu designt wurden. Was bedeutet das? Wir haben nun statt am Ölkühler einen Wasserkühler bekommen, beziehungsweise einen Flüssigkeitskühler. Und dieser ermöglicht es, dass die Hitze und die Temperaturen von der Harley deutlich niedriger gehalten werden und gerade in Paraden oder wenn es mal rausgeht, in der Stadt hinein durch den Stoßverkehr nicht deine Füße mehr abglühen sollen, sondern angeblich soll dadurch die Hitze deutlich reduziert werden. Die Frage ist natürlich, ob das stimmt, das kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Mir ist nicht sowieso schweinekalt, weil wir haben heute irgendwie 8 Grad beim Losfahren gehabt. Also es ist nicht unbedingt warm, da kann man jetzt noch nicht sagen, ob die Füße jetzt kalt bleiben oder ob die nur kalt sind, weil es so kalt draußen ist. Aber keine Sorge, wir werden sie natürlich im Sommer nochmal ausborgen und werden dazu nochmal was Genaueres sagen. Ebenfalls in den Zylinderköpfen ist auch anders gekommen. Die Ansaugung, die wurde deutlich überarbeitet. Die ist jetzt nochmal ein bisschen direkter, um einfach nochmal ein bisschen mehr Performance rauszukitzeln aus dem Motor. Allgemein war das Performance-Thema ein riesengroßes Thema und dementsprechend mussten sie auch den Luftfilter adaptieren und den haben sie um sage und schreibe 50% größer gemacht. Der ist jetzt deutlich massiver. Ich finde designtechnisch nicht ganz so hübsch, da reden wir im Walkaround darüber, aber er ist deutlich größer und es gibt auch hier wieder verschiedene andere Anbauluftfilter, die dann optisch noch ein bisschen besser ausschauen. Interessant war übrigens auch eine Aussage zum Thema Lautstärke bzw. zum Thema, wie Sound sich auf dem Motorrad anfühlen soll. Und da war ganz klar eine Sache im Fokus. Der Sound wurde beim Motor, die mechanischen Geräusche, so reduziert wie nur irgend möglich. Und sie haben versucht, das meiste aus dem Auspuffsound herauszuholen und eben die Motorgeräusche, also die mechanischen Motorgeräusche, so stark zu reduzieren wie nur irgend möglich, um diesen klassischen kernigen Harley-Sound hinzubekommen. Und ja, natürlich ist es jetzt noch kein Scream Eagle drauf oder sonst irgendwas, aber der Auspuff, der hier drauf ist, macht schon ein gutes, kerniges Geräusch. Es ist aber natürlich so, dass Lautstärke in Zeiten wie diesen immer ein Thema sind, bei vielen, die in die Kritik landen, bliblablu, leise sind sie nicht, aber das juckt mich auch ehrlich gesagt in dem Fall überhaupt nicht, weil ein Harley ist ein Harley. Man kann sich dieses Mal übrigens auch wieder aussuchen, ob der Motor in Vollchrom sein soll oder Blackout sein soll. Das könnt ihr beim Konfigurator entscheiden, ist glaube ich aber eine kostentechnische Unterscheidung, beziehungsweise Kosten sind bei der Harley-Davidson ja sowieso ein Thema. Aber die wichtigste Frage habe ich noch gar nicht beantwortet, denn wie fühlt sich der Motor an, wenn du hier am Gashahn ziehst? Und es ist wenige Präsentationen, wo ich das sage, aber hier fahre ich am liebsten aktuell bei den schwierigen Bedingungen im Road-Modus, weil halt der Druck unten raus richtig hart ist. Die 175 Newtonmeter spürst du und gerade wenn die Straße mal nass ist, kann es nicht ganz so lustig sein, wenn du umdrehst, aber holy crap, das schiebt egal in welchen Gang, das schiebt und performt richtig gut. Das Einzige, natürlich der Motor, wenn du Low Speed fährst, ist auch vorsichtig zu genießen und man muss durchaus ein bisschen walten und falten, aber das ist genau das, was ein klarer Harley-Fahrer haben möchte. Er möchte keinen Motor, der alles für ihn macht, sondern er möchte den Motor zähmen. Und genau das der Hauptgrund ist, warum man sich eine Harley kauft. Wegen einem Drehmoment, wegen einem Druck unten raus. Und man kann natürlich dann,
wenn man das Motorrad sein eigenes, das nochmal optimieren, nochmal tunen lassen und. Da kann man richtig viel noch machen in dieser Geschichte. Aber für mich persönlich ein wirklich gelungenes Motorstück. Sound, Leistung, herrlich. Einziger Punkt ist vielleicht, wenn du dann bremst, runtergehst und in der dritten ein bisschen zu hoch geschalten bist und in die Kurve rein möchtest, dann merkst du halt schon, wie der Motor deutlich stärker schiebt und wie es vielleicht einfach ein bisschen runterschaltest, um entspannter um die Kurve rumzukommen. Gerade bei Spitzkern, gerade bei Haarnadelkurven, die wir gestern gefahren sind, kann das schon ein Thema sein. Zweiten großen Baustein, den sie angegriffen haben, ist der Komfort. Dabei aber nichts zu viel verändern, damit das Design nicht beeinflusst. Denn der Rahmen, der ist noch immer, wie Harley Davidson sagt, der Backbone vom Motorrad und der ist noch immer der alte, wie in allen anderen Modellen auch. Aber sie haben deutlich stärker an einigen anderen Stellschrauben gedreht. Zum Beispiel gibt es nun hinten ein neues Fahrwerk. Dieses ist einstellbar in zwei Arten und Weisen. Einmal in grob, dass du dein Gewicht einstellen kannst, den Beladungszustand USW, und einmal in fein, damit du das dann nochmal adaptieren kannst auf dich. Dabei haben sie aber natürlich nicht vergessen, dass man ein Werkzeug dazu braucht. Also man kann es jetzt nicht einfach so einstellen, man braucht da schon ein Werkzeug dafür, um das anzupassen. Ist aber nicht so wild, weil wie oft passt es dann wirklich im Leben an. Die Koffer müssen dafür nämlich auf der linken Seite nach unten gegeben werden. Ja, und was bedeutet das neue Fahrwerk hinten? Wir haben 38% mehr Federweg hinten. Das ist durchaus gut, aber, und das muss ich da ganz klar sagen, bei gewissen Straßenbedingungen schlägt das Fahrwerk noch immer durch. Wir sind gefahren, eine Strecke lang, und dann sehe ich vor mir, wie er richtig einfedert und es klang macht. Ich hinterher und dann macht es wieder klang und der hinter mir auch klang. Und einmal durch und in das Motorrad rein, das spürst du im Rückenmark deutlich. Das bedeutet, obwohl wir 38 mm Federweg haben, ein Offroad-Radl ist noch immer nett. Aber normale Straßenbedingungen, Brettel ist super weich und angenehm. Allgemein, der Komfort und der Touring-Komfort ist halt Harley Davidson noch immer King. Egal, ob es die perfekte Sitzbank ist, auf der du wunderschön drauf sitzen kannst und richtig komfortabel sitzt über lange Distanz. Oder auch dann die Lenkerpositionierung. Hier ist der größte Unterschied zwischen der Street und der Road natürlich, außer das Design. Wir haben hier bei der Street einen geraderen Lenker, nicht so einen hohen Lenker. Das ist unfassbar angenehm für mich und für die Leute, die dann eher einen hohen Lenker haben wollen, weil sie ein bisschen höher sitzen wollen. Hier war ganz klar die Vision dahinter, was dir gefällt, das kaufst du dir, draufsitzen, Probe fahren und fertig. Was nicht so ganz so geil gelungen ist, ist meiner Meinung nach der Windschutz. Wir haben zwar hier verschiedene Einstellmöglichkeiten für das kleine Ding da, was aber auch ziemlich hakelig funktioniert, aber viel schlimmer ist dann eher das da, weil das Windschutz doch den Wind genau auf meinen Kopf hinlässt und dadurch ist es leider so, dass ich der Meinung bin, dass der Windschutz nicht ganz so heftig ist und ich gestehen muss, da würde ich mir auf jeden Fall das größere Windschild im Zubehör kaufen, um das zu optimieren, weil ich will halt damit große Touren fahren. Dafür habe ich diese Harley und nicht, um den ganzen Tag mit 50 in der Ortschaft herumzudingeln, sondern eher um 130 über lange Strecken fahren zu können. Alles in allem fährt es sich aber gar nicht mehr so, wie eine Harley ich gewohnt war aus der Vergangenheit. Ich bin noch nicht so lange im Harley-Game dabei, deswegen kann ich mich noch nicht ganz an die uralten Modelle erinnern, also verzeiht es mir. Aber in den letzten Jahren, was Harley-Davidson fahrwerkstechnisch für Upgrades bekommen hat und wie gut das mittlerweile in die Kurve abbiegt und wie gut das fährt, ist schon ziemlich genial. Es ist natürlich auf einem sehr sportlichen und dynamischen Niveau. Schräglagenfreiheit ist Harley-Davidson typisch okay, man kommt gut um die Kurve rum, es lenkt sauber ein, auch bei Hochgeschwindigkeit ist es nicht so, dass du glaubst, du fällst gleich runter und das Motorrad landet in Graben. Das ist einfach wirklich gut gelungen. Natürlich, das Rumrangieren auf dem Stand ist bei so einem schweren Motorrad immer ein bisschen ein Thema. Auch wenn wir 8 Kilo leichter worden sind im Vergleich zur alten, ist es einfach ein Thema und es bleibt auch ein Thema. Also das kannst drehen, wie du das möchtest, das ist ein Thema. Aber natürlich, wer sich mit beiden Füßen auf dem Boden befindet, der kann da leicht agieren. Und die Sitzhöhe ist auch dabei so niedrig, dass jeder runterkommen müsste. Von der Sitzposition muss man sagen, da haben sie kaum was angefasst. Sie haben nur versucht, mehr Touring-Komfort hinzubekommen. Das bedeutet, sie haben halt einfach viel am Fahrwerk gemacht und die Gabel aufs Federbein abgestimmt, damit das einfach besser performt. Und es ist unauffällig geblieben und es ist deutlich besser als im Vergleich zu alten Harleys. Da muss man ganz klar sagen, Harley Davidson tut da immer mehr dafür, dass es besser und smarter wird. Gehen wir einfach mal rum um die beiden Modelle und ich zeige euch nochmal die designtechnischen Unterschiede, die wir aktuell haben bei den Fahrzeugen. Denn es ist ja doch laut Harley Davidson eines der dramatischsten Eingriffe in legendäre Motorräder, was sie jemals gemacht haben in den letzten 50 Jahren. Also mal schauen, wie es ausschaut.
So, jetzt können wir einmal rumgehen und ich kann euch das Design ein bisschen zeigen. Das erste, was mir natürlich am meisten ins Auge sticht, ist dieser riesengroße neue Luftfilter. What the fuck? Aber es ist mittlerweile alles aus Plastik beim Luftfilter. Den Motor kannst du aussuchen in Chrom oder in Blackout. Du kannst dir aber auch aussuchen natürlich einige andere Details. Das kostet aber dann alles extra. Der Tropfentank ist ein bisschen eckiger geworden. Allgemein die Linienführung ist aber klassisch geblieben. Nur eins ist gekommen, es ist höher geworden. Die Koffer sind hinten nicht mehr so ganz nach unten gezogen wie in der Vergangenheit. Es ist ein bisschen moderner und gerade die Frontmaske, das muss man ganz klar sagen, das drehen wir jetzt mal kurz ein da. So. Oh, jetzt das Umfeld hoffentlich. Das ist immer die Angst. Ist das Omega. Es ist moderner, es ist dynamischer, aber diese Blinker, diese riesengroßen, sind keine Lauflichtblinker, auch wenn das richtig geil ausgesehen hätte. Die fette Gabel, die vielen Chromteile, all das ist richtig schick. Aber natürlich ist auch ein Thema Lagerraum, Komfort gehört Lagerraum auch dazu und der ist deutlich größer geworden. Gerade hier diese Fläche ist ein bisschen besser geworden und dadurch hast du mehr Platz. Fahrwerkseinstellung kannst du dann hier unten vornehmen, da musst du aber den Koffer dafür entfernen und dann kannst du es anpassen. Ansonsten haben wir natürlich hier vorne überall ziemlich viele Plastikteile, auch das ist jetzt nicht mehr ganz so hübsch, wie es einmal war. Die Verarbeitung ist gut, aber jetzt nicht top of the top. Ganz lustig, hier haben wir einen Auffangbehälter für Flüssigkeit, sieht aus wie so eine Vogeltränke. Bedienelemente und Knöpfe sind natürlich gut und in Ordnung. Wir haben hier auch überall alles sauber und schön lackiert. Es gibt unfassbar viele Farben. Das Grau, das Orange, das Schwarz oder auch natürlich das Blau. Weiters gehen wir natürlich zur zweiten Version, zur Road-Version. Dann nehmen wir uns die Orange. Die sieht gut aus. Fette Gabel, volle Holme und natürlich das W. Es ist ziemlich massiv und ziemlich fett auch. Da gibt es wieder alle Farbmöglichkeiten und alle Optionen. Wir haben hier natürlich auch unten unseren massiven Wasserkühler. Das, was früher der Ölkühler war. Und vorne auch nochmal die neuen gefrästen Felgen. Die sind bei beiden Modellen wieder gleich. Und hier haben wir natürlich auch noch den klassischen Rahmen, den wir so kennen. Da ist nichts neu geworden. Von der Seite muss man sagen, wahnsinnig hübsches Motorrad. Wahnsinnig schick. Keine schieren Ecken, keine schieren Kanten. Aber von der anderen Seite gibt es da zwei Flecken, die mich schon ein bisschen stören. Und das ist hier unten. Man sieht jetzt erst schön, da sieht das Licht so richtig raus. Man sieht es so schön. Hier vom Wasserkühler oder vom Flüssigkeitskühlung, dieses Plastikding, was da hingeschraubt haben. Warum? Und das zweite hier, das Horn, die Hupe, finde ich jetzt auch nicht unbedingt wunderschön, wo das hingekommen ist. Dafür ist aber die Hupe noch immer sehr männlich. Natürlich haben wir hier auch ein paar Einstellmöglichkeiten rechts und links und bei der Street haben wir diese Einstellmöglichkeiten dann hier unten, wo ihr nochmal ein paar Einstellungen treffen könnt, wenn ihr das möchtet. Und hier sieht man das Ganze auch geblackoutet sozusagen, alles in schwarz oder in Chrom, könnt ihr entscheiden. Ja, was kann man sagen am Ende zum Design? Sie haben sich eigentlich an das Konzept Porsche, Vespa und Co. gehalten. Evolution statt Revolution. Aber auch wenn ich mir das anschaue, es erinnert mich schon an die Vergangenheit. Nur die Vergangenheit sieht für mich jetzt alt aus und das sieht für mich modern aus. Ja, einen Punkt haben wir noch nicht im Video gehabt und das sind die Bremsen. Und hier hat Harley-Davidson auch nochmal Hand angelegt. Wir haben jetzt vorne statt einer 300er, 320er Scheibe zweimal. Aber die Bremsen bleiben unberühmt. Sie ankern schon, aber es dauert halt einfach seine Zeit, um hier wirklich den Bremsdruck aufzubauen. Wir haben keinen Initialbiss, sondern eher einen sanften Biss von den Bremszangen vorne. Die hintere Zange beißt da deutlich besser. Und wenn du hinten reinbremst, hast du ein deutlich schnelleres Ergebnis, als wenn du vorne zu stark reingreifst. Das führt eigentlich zu nicht viel, außer dass die Elektronik ein bisschen eingreift. Aber da muss man ganz klar sagen, die Elektronik greift dafür sehr sanft ein. Jetzt reden wir natürlich noch über den Baby-Elefanten im Video und das ist Elektronik. Hier gab es richtig viel. Wir haben jetzt das Sky OS und das bringt uns ein riesengroßes Display, was alle Stückel spielt, die du dir jemals vorgestellt hast. Egal ob es Navigation, Radio, Drehzahlanzeige, Tankanzeige ist, egal welche Anzeige, es ist wirklich Bovidl, alles hat das System und vor allem alles in Europa kostenlos. Im Großteil des europäischen Raums brauchst du dir um nichts Sorgen machen. Lediglich die Amis müssen fürs Navi draufzahlen, wir Europäer haben eh schon die höheren Preise, dementsprechend müssen wir scheinbar nicht für das Navi zahlen, so mir das gesagt, das ist im Preis inkludiert. Wir können das Display in drei verschiedenen Themen einstellen, je nachdem, ob wir das wollen. Da gibt es ein Touring-Thema, ein Sport-Thema oder Road-Thema, glaube ich, heißt es. Und all das funktioniert auch wahnsinnig gut. Also ich bin wirklich überrascht, wie stark das Display ist. Also herrlich, hochauflösend, direkt. Es laggt nicht, es hängt nicht, es
fährt einfach wahnsinnig gut und das wird auch noch in Jahren sehr, sehr schön ausschauen und man wird noch immer das Gefühl haben, ein modernes Motorrad zu haben. Das ist nicht so wie bei anderen Marken, ihr wisst eh, wo ich immer suche über die Display-Designsprache, das hier innovativ, einfach, unkompliziert haben will. Und CC-Touch wäre es natürlich auch noch, nur während der Fahrt ist es dann noch für mich gesperrt. Einziger Mörder-Manko-Punkt, und das muss man auch sagen, weil man kann nicht nur loben, ist für mich ganz klar die Hochfahrzeit des Displays. Es dauert gefühlt ein Jahr, bis sich alles aufgebaut hat. Das stört nicht, weil du kannst direkt losfahren, Zündung ein, losfahren, kein Problem. Aber bis das Display dann mal hochgefahren ist, alter Schwede, das dauert und dauert. Ich kann das hier mal einblenden, wenn ich es habe, wie lange das hochfährt, aber das ist wirklich eine ziemliche Sache-Nummer. Und das stört mich halt dann gerade in solchen Momenten, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und vielleicht von A nach B navigieren muss, dann schalte ich am besten die Zündung nicht aus, weil sonst kommst du erstmal eine Minute nicht weiter und musst warten, bis alles hochgefahren ist, bis du die Navigation wieder einstellen kannst. Ausschusstechnisch gibt es aber dann natürlich auch noch einiges anderes zu erwähnen, wie zum Beispiel schräglagenabhängiges ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Anti-Schleppmomentregelung und. Volle Hütte von Harley-Davidson. Es ist auf dem Niveau einer CVO, wobei man muss sagen, bei den anderen Ausstattungen, da merkt man schon, dass es nur die abgespeckte Version einer CVO ist, die deutlich stark abgeschwächte. Was ganz geil ist, man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen, die Kollegen hinter mir machen gerade Musik und machen Gaudi. Wir haben 200 Watt Boxen, das ist angeblich um 100% mehr als bei den alten. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es um 100% besser klingt, aber ich kann aber sagen, 50 Watt pro Box. Radio ist natürlich auch wieder verbaut und da kann man sich schon ein bisschen spielen. Ausstattungstechnisch haben wir auch jede Menge Knöpfe am Motorrad bekommen. Unter anderem Musiksteuerung, Fahrmodis, ganz einfach während der Fahrtwechsel draufdrücken, vom Gas gehen, nicht einmal, zap, out, dann haben wir das schon. Zup, Regenmodus, Straßenmodus. In dem Moment, wo ich vom Gas gegangen bin, hat er den Straßenmodus aktiviert, dann legt er das in der Farbe und schon geht's weiter. Alles an Ausstattung ist ziemlich groß und ziemlich vielfältig. Wir haben aber keine Griffheizung, keine Sitzheizung. All diese Dinge sind aufpreispflichtig zum ohnehin schon relativ hohen Preis. Ha, schwierig irgendwie. Schade ist nur, und das habe ich, glaube ich, im Walkaround auch schon mal kurz angesprochen, das hier alles ist halt einfach nicht ganz so hochwertig verarbeitet, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe mir da einfach das Metall, das fehlt mir einfach. Die 8 Kilo weniger hätte ich gerne lieber in Metall gesehen und weniger Plastik am Motorrad. Ansonsten, wir haben natürlich auch noch elektronische Spielereien, wie zum Beispiel den elektronischen Tank. Entschuldigt, Freunde, da haben wir missgeredet. Es schaut so aus, es ist kein elektronischer Tankdeckel. Es gibt derzeit aktuell auch nichts im Zubehör, was den Tank verschließbar macht. Aber wir haben noch immer keine elektronische Lenkradsperre, was ein Schwachsinn. Und vor allem auch dieses Fach hier, dass man auf... Oh, da ist die Vignette. Schnell wieder zu. Huch, während der Fahrt ist das keine gute Idee. Wir haben da auch noch mal eine Schublade bekommen. Dieses Fach ist aber nicht verschlossen. Also wenn der Zündschlüssel weg ist, geht das Fach noch immer auf. Und das ist natürlich schade, dass das nicht mit der Zentralverriegelung dann auch geschlossen ist. Das ist auch einer der Mankopunkte aus meiner Sicht. Ansonsten ist das Fach aber ziemlich geil, weil es einfach viel Platz einräumt, um hier auch noch mal ein bisschen mehr Spaß zu haben und einfach mehr Zeug mitnehmen zu können. Allgemein ist da wieder das Thema Komfort halt riesengroß, muss man klar sagen. Komfort überall, wo du hinschaust, einfach convenient. Sein Handy in die Schublade reinlegen, aufmachen, anstecken, laden und dann stört es auch nicht. Es geht nicht kaputt, weil es irgendwie am Motorrad angeschraubt ist. Navigation funktioniert entweder über Apple CarPlay oder Android Auto. Ganz einfach auf dem Screen draufgelegt. Das ist schon eine Mördernummer und ich muss gestehen, da ist Harley-Davidson halt doch aktuell King of the Kings und da haben sie ja halt das beste System. Das ist einfach so. Das kann man nicht anders beschreiben. Das einzige, ein schneller Prozessor braucht, aus meiner Sicht. Aber natürlich, Costa Quanta ist eine riesengroße Nummer und das möchte ich euch in der Kompression beantworten. Am Ende muss man dann ganz klar eins sagen. Der Preis ist heiß. Ich blende euch hier die Preise ein. Auf eins hätte ich fast vergessen. Bei dem wunderschönen Schnäppchenpreis bekommst du darüber hinaus noch ein Karo Pec-Talk Edge. Kostenlos. Mit dazu, denn Harley-Davidson und Karo haben eine Kooperation geschlossen und dementsprechend bekommst du ein gratis Karo Pec-Talk Edge. Man muss dazu sagen, Griffheizung ist nicht serienmäßig. Der Tankdeckel lässt sich doch nicht verschließen, wie ich das angenommen habe, sondern er ist einfach jetzt offen. Die Fächer sind auch nicht verschließbar. Und am Ende
gibt es durchaus ein paar Punkte, wo man nachhaken könnte. Man könnte auch sagen, dass es bei 120 in der Kurve mit dem Panzer hinter mir doch ein bisschen runder wird oder ein bisschen wabbeliger wird. Am Ende muss man auch sagen, dass hier hinter mir ist im Endeffekt der Einstieg in die CVO-Welt. Es ist das günstigste und leistbare Modell in dieser Kategorie und es ist die abgespeckte CVO. Aber auf der anderen Seite muss man wieder sagen, im Vergleich zum Mitbewerber bekommt man halt da auch andere Dinge dafür um das Geld, die auch sehr, sehr gut sind. Harley-Davidson hat aber trotzdem einen Namen und Harley-Davidson Motor spricht einfach mich sehr, sehr an. Er spricht mich im Herzen an, er springt mich direkt an und ist ein großer Schritt für Harley-Davidson, den sie gegangen sind, um das Design so gravierend anzupassen. Ich finde persönlich ist es ihnen gut gelungen und es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung der Modernisierung von Harley-Davidson als Marke und vor allem als Harley-Davidson der Zukunft. Man muss nur sagen, Panamerica, jetzt die zwei Modelle. Viele, viele Modelle kriegen ein ordentliches Design-Upgrade, aber auch ein ordentliches Technologie-Upgrade. Man muss an einer oder anderen Stelle vielleicht noch nachhaken und könnte sagen, naja, vielleicht das Feature noch dazu oder das Feature noch dazu, das wäre schon sinnvoll gewesen, aber auf der anderen Seite machen sie halt Dinge wie Apple CarPlay oder auch das Display genau richtig, so dass es funktioniert, so dass es nicht altbacken ist und so dass jeder Freude dabei hat. Die Verarbeitung bleibt aber trotzdem am Ende mein größter Kritikpunkt. Ich finde, dass durchaus hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Metall gut gewesen wäre. Am Ende muss ich auch sagen, die 7 Kilo weniger, mir sind's wurscht. Lieber mehr Metall verbauen und die 7 Kilo, na, wurscht ist. Es ist ein sauschwares Eisen, das aber richtig viel Fahrspaß bringt und mir noch immer einen Grinsen ins Gesicht zaubert. Eine echte Harley-Davidson bleibt's auf jeden Fall. Seid gespannt, ein Straßentest bei uns zu Hause gibt's bald. Für mehr, bitte folgen!